Kerl mit der Hasenscharte? Der war ganz aufgeregt und ist nach oben gegangen. Noch ein Glas. Ein Mann mit Hasenscharte. Das könnte der Bombenwerfer sein. Ich trinke nur, wenn muss ich ihn trinke. Nach oben finden. Runter damit! Runter damit! Ja, runter! Okay, so. Da hat sich tatsächlich vorerst mal das Spiel aufgehängt. Aber es war hier gespeichert und ja. Jetzt ging's auch. Können wir uns hier nochmal anlehnen? Vielleicht darf man es doch nicht überspringen. Gutes Bier. Stark. Mhm, gutes Bier. Das mache ich dir einfach hier. Was? Fällt auch gar nicht auf, dass ich hier ewig die Plätze wechsle, ne, und nichts bestelle. Hey, was schaust du denn? Verschwinde! Ja, Entschuldigung. Fällt doch auf. So, hier durch darf ich nicht einfach, oder? Hey, sauf! Verzieh dich! Ich trinke nur, wenn ich trinke. Runter damit! Verzieh dich! Ja, Hunde! Ich muss nach oben. Bierchen gefällig? Ja, klar. Ich spreche mit einer Säule. Bierchen gefällig? Okay, wie komme ich da nach oben? Ich brauche irgendeine Karte oder sowas. Das hier hilft mir jetzt gerade nicht. Ich trinke nur, wenn ich trinke. Hey, hast du eine Karte? Hey, habt ihr eine Karte? Runter damit! Die Karte aus dem Po klauen? Also aus der Tasche. Bierchen gefällt. Nein. Ich trinke nur, wenn ich trinke. Oh, ich kann überm Barhocker. Nee, hier. Schade. Los, feiert ihr! Los, verzieh den! Ich soll mich also verziehen. Ja, ich muss irgendwas muss ich machen, damit ich da reinkomme. Frage ist, was? Ah. Muss das immer so laut werden plötzlich? Mach mir einen Doppelten. Ich gehe kurz rauchen. Toll. Tja, was machen wir jetzt hinterher? Ich könnte sie stehlen. Ja, das war mein Plan, Sherlock. Einfach mal einen Arsch krapschen. Hä? Ich sollte auf Viereck drücken. Nicht? So, jetzt habe ich es vergessen. Entschuldigung. War kurz so hoch für mich. Jetzt habe ich es kapiert. Hä? Okay.
Nochmal. Kapiert heißt ja nicht, dass ich sofort kann, ne? So, X. Dreieck. Ach, scheiße. Die folgenden Wendungen verspäten mich. Oh! Dauert noch ein bisschen. Holt euch schon mal noch einen Kaffee. Okay, jetzt müsst ihr wiederkommen aus der Küche. Ich hab's geschafft. Hallo? Ah. Ernsthaft? Hä? Ernsthaft? Spiel, du machst mich fertig. Wartet. Ich habe den rechten und linken Stick vertauscht. Da gibt's doch nicht. Okay. Wir haben es geschafft. Wir haben gar nicht lange gedauert. So, jetzt gucken wir mal. Da, eine Passierkarte zum illegalen Spielzimmer im Green Dragon. Gut. Ich soll auf der Karte was? Auf der Karte soll ich was finden? Ja, aber was denn? Die kann ich ja nicht untersuchen. Verkleiden Sie sich als Bandit und versuchen Sie im Dragon Informationen. Ja, das machen wir ja gerade. Okay, gehen wir wieder rein und gucken, ob wir da durchkommen. Ich habe meine Karte gefunden. Du kannst durch. Danke. Sehr gut. Boah, habe ich mich jetzt erschrocken. Kann ich den Boss sehen? Jawohl, er wartet auf dich. Auch noch Bauchredner hier. Der Mann mit der Hasenscharte. Ich muss ihm irgendwie folgen. Ja. Ich gehe erstmal raus. Aha. Ich folge dem gleich, keine Sorge. Ich gucke jetzt erstmal hier nochmal rum. Ja, schöne Aussicht. Wunderschöne Aussicht. Gut. Wo ist denn der eigentlich hergekommen? Von hier vom Balkon? Ich rede erstmal mit dem. Die Tür zum Spielzimmer ist dort drüben. Gut, dann gehe ich hier lang. Das ist nicht das Spielzimmer, also verschwinde! Ach so. Naja, gut, dann gehen wir erst in das Spielzimmer. Hui. Eine Glückssträhne. Erhöhung in Schilling. Hier ist ein bisschen schon was kaputt. Was spielt ihr denn da? Ach, Domino. Heute ist das kann ich. Kann ich mitspielen? Anfängerglück. Nicht so lahm. Eine Glückssträhne. Was spielt ihr? Versager. Pool-Billard ohne Pool und ohne Billard, oder was? Setze alles. Ich werde heute reich. Was guckst du denn so? Oh, und du arme Schwein spielst ganz alleine mit dir Pool-Billard. Ohne Pool und ohne Billard. Ich gewinne. Ich muss auf die andere Seite. Von dort kann ich vielleicht in den bewachten Bereich gelangen.
Verstehe. Heute ist mein Glückstag. Hey, da darfst du nicht raus. Nicht so. Setz dich hin und spiel. Oder verzieh dich. Ich muss für eine Ablenkung sorgen, damit die Wache von der Tür weggeht. Für Ablenkung sorgen. Kann ich mit dir spielen? Hallo? Ein sehr feiner Hut. Ein sehr feiner Hut. Und? Hier sind Messer erlaubt. Eine Glücksstelle. Ja, dann. Erhöhe um den Schilling. Macht das Spiel effektiver? Ach, scheiße, ich muss spielen, oder was? Was spielen wir denn hier? Ich kann kein Pool oder Billard. Steckter Knopf, Spiegel. Mit diesem Gerät am Arm kann er sich extra Karten nehmen und so betrügen. Ah. Der Knopf gehört zu dem Gerät an seinem rechten Arm. Ah. Mit einem Spiegel sieht er, welche Karten er austeilt. Ah. Das Visualisierungsheil hilft Ihnen dabei, sich Objekte und ergebende Bilder vor so bestimmten Situationen. Hä? Das ist ein Werkzeug für versteckte Karten. Das Kabel führt von einem Arm zum anderen. Wenn ich das Kabel durchtrenne, kommen die Karten zum Vorschein und sein Betrug fliegt auf. Das muss ich zur Arbeit. Ist mein Glückstag. Dann kann ich nach draußen gehen. Anfängerglück. Nicht so lang. Wie soll ich denn bitte ein Kabel an dem Menschen, das durch seinen Anzug geht, durchschneiden? Versager. Hä? Setze alles. Ich werde heute reich. Kabel durchschneiden. Was guckst du denn so? Erhöhung Streit beginnen Schilling. Könnte man auch noch. Nicht einpennen. Versager. Ich gewinne. Ah, Messer nehmen. Wache geht von der Tür weg. Eine Glückssträhne. Erhöhe um den Schilling. Setze alles. So, dann machen wir erstmal hier ablenken. Ablenken. Heute ist mein Glückstag. Anfängerglück. Nicht so lang. Dann hier durchgehen und das Messer nehmen. Versager. Streit beginnen. Setze alles. Ich werde heute reich. Nein, was vorher. Nein, so? Ja, so. Kabel durchtrennen. Nicht einpennen. Versager. Streit beginnen. Ich gewinne. Und Wache geht von der Tür weg. Eine Glückssträhne. Sieht doch gut aus. Setze alles. Genau so machen wir es. Genau so. Ich muss um das Gebäude herumgehen. Ass im Ärmel. Oh, cool. Ich dachte schon, ich müsste spielen. Das hatten wir schon mal. Das will ich nicht nochmal. Bad Boy. Bad Boy. Bad Boy, ja, sag es ihm. Take that. Entschuldigung. So, ich bin drüben. Ach, da geht er dann immer aus der Ego-Perspektive, verstehe. Noch nicht so ganz ausgereift. Aber ich finde es sehr interessant, mal so zu spielen. Ich hoffe, für euch ist das auch mal interessant, so zu gucken. Man ist einfach näher dran, ne? Ego halt. Perspektive und so. So, wo müssen wir denn jetzt hier überhaupt hin?
Da geht's nach oben. Was haben wir hier? Kran drehen. Ich weiß noch nicht, wozu das gut ist, aber wir haben den Kran schon mal gedreht. So, was mit dem hier? Kran drehen. Kran drehen. Ich würde fast behaupten, hier. Aber ich habe noch keine Ahnung. Kommt wahrscheinlich noch. Müssen wir erstmal nach oben. Eventuell kann ich mit dem Kran da rüber schwingen. Weiß noch nicht, ob wir das müssen. Aber ja, wir müssen. Instinktiv. Richtig, was? Okay, einen Schwung. Und nochmal. Und jetzt. Nein. Und... jetzt. Nein. Und. Jetzt. Nein. Und. Jetzt aber. Nein. Muss man den mehrfach drücken oder was? Mehrfach drücken. Sagt das doch jemand. So, schwingen wieder. Schwingen. Und. Schwingen. Und schwingen. Und schwingen. Und schwingen. So, jetzt aber. So, schön, schön. Hoffe ich. Hallo. Ist ja auch gar nicht gefährlich, was wir hier tun. Das sind bestimmt ganz nette Herrschaften. Wenn die uns erwischen, dann sagen die, ach, sie sind ja der Sherlock. Okay, hier war gerade noch jemand. Sie waren vor kurzem noch hier. Sag ich ja. Oh, hier ist ein Spalt, Spalt, drehbare Fläche. Geheimfach. Okay. Eine kluge Vorrichtung, um Glücksspielutensilien bei einer Razzia zu verstecken. Ah. So, ein Brief. Hey, der Hammer. Hier ist die Buchhaltung für Oktober. Karten, also erstens Kartenstapel 75 mal 1. Es sind 3 Lire 15 Septime. Es. Ich habe keine Ahnung. Zweitens, verloren, Poker. Drittens, gewonnen, Poker. Viertens, verloren, Domino. Fünftens, gewonnen, Domino. Aha, Gesamt 1108. Oder? Naja, gut. Ist okay. Jack Cole. Ich erinnere mich an den Einsatz vor 3 Jahren. Mhm. So, hier haben wir noch einen Schlüssel. Oder was ist das? Und ein Stempel? Sieht eigentlich mehr aus wie ein Schlüssel, oder? Der sieht nicht wie ein gewöhnlicher Türschlüssel aus. Nö. Ich wollte die Dominosteine noch angucken. Menno. So, was haben wir hier? Ein Kartenstapel. Ass. Ass, Ass. Und hier haben wir auch so ein Gerät. Der Mann im Zockerraum hat das gleiche Werkzeug zum Betrügen benutzt. Hier sah ich ja. Wollte ich gerade sagen, aber da hast du es schon gesagt, Sherlock. Wir sind ein gutes Team.
Wir sind so ein gutes Team. So, da geht raus. Da können wir uns noch umschauen mit R1. Regal. Spalt. Ein Spalt. Vielleicht verbirgt sich etwas hinter dem Regal. Ja, wahrscheinlich sogar, hm? Ja, kann ich das nicht? Ah! Ah, dafür den Schlüssel. Okay, 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 okay. So, was haben wir hier? Oh, da geht noch weiter. Ich guck mal einmal darum. Geh noch einmal hier mal gucken. Ah, ich bin mir nicht sicher, ob wir hier raus sollten. Ah, ich kann gucken, okay. Die Wache ist noch da. Ach. Hast du gedacht, die geht jetzt weg, pinkeln oder was? Naja, gut. Dann gehen wir doch hier runter. In das geheime Geheimversteck. Wow. Zu spät. Niemand mehr hier. Ach so, war ich zu langsam? Es ist offenkundig, dass all das von Jack Holes Bande gestohlen wurde. Nein, das gehört denen. Hm, nett, was gibt's denn? Fisch. Fisch mit einer Brotecke und gerollten Fleisch. Fisch mit Bacon. Das ist der Koffer von dem Kerl mit der Hasenscharte. Na ja, dann mach mal auf. Okay. Das ist ohne Zweifel Diebesgut. Sicher? Kann man nicht wissen. Der Mann mit der Hasenscharte hat Jack Cole einen Koffer mit wertvoller Beute gebracht. Der Koffer befindet sich in einem Geheimraum. Ja. Der Mann mit der Hasenscharte ist ins Green Dragon gekommen, um mit einem Boss Jack Cole zu reden. Der Polizeieinsatz 92, also 1892, hatte mit Jack der Hammer Cole zu tun. Hier ist aber noch mehr. Aha. Der Mann mit der Hasenscharte, offenbar mit seiner Familie. Das kann man nicht wissen, ne? Kann auch eine zufällige Nachbarin sein. So, wir können aber nochmal drehen. Nach dem Umzug in unser neues Heim. Ah. Stecken wir auch ein. Merkt keine Sau. Warum hat er denn so ein Familienfoto in so einem geheimen Koffer? Kettlebell 2S, Glock 2S, Bock 1S, Jacket 3S, Total 8S. Der Mann mit der Hasenscharte hat seine Sachen verpfändet. Er braucht vermutlich dringend Geld. Also waren es doch seine Sachen, oder was? Butlers Pawn Shop in der Lambeth Street. Er dürfte vermutlich in der Nähe dieses Pfandhauses wohnen. Hm. Wie, und die Unterlagen lässt er in den Koffer? Was ist da draußen denn los? Oh, die prügeln sich, würde ich sagen. So, haben wir denn hier noch irgendwas? Da können wir, glaube ich, nach draußen gucken. Machen wir mal. Hallo? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Auf der Stelle. Ja, ist eigentlich sein Problem, ne? Eigentlich sein Problem. Oh, der ist schon halb tot. Muss mich doch beeilen. Shit. Ich muss mich doch beeilen. Kann ich jetzt hier raus? Kann ich. Cool. Kann ich hier rum? Und oben rufen? Hallo? Ich sollte das nicht machen. Gut. Tüm, 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 tüm. Holmes!
miese Ratte! Ich bring dich um! Was soll ich tun? Dieses Spiel ist immer so. Was soll ich tun? Was? Wie? Wo? Was? Ich bring dich um! So, la 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 la. Hä? Ich hab doch gerade was anderes gedrückt. Holmes! Miese Ratte, ich bring dich um! Okay, es kann sich wieder nur um Stunden handeln hier. Es tut mir leid. Dann nehmen wir die Flasche. Okay. Auch nicht. So viele Möglichkeiten bleiben ja jetzt nicht mehr. Holmes, du miese Ratte. Ich bring dich um. Und jetzt alle nach meinem Chor. So, jetzt nehmen wir den. Was will das Spiel von mir? Ich hab den gerade... Hä? Was? Holmes! Was? Miese Ratte, ich bring dich um! Wir machen das jetzt so lange, bis das funktioniert. Vorher beende ich nicht die Folge. So, umstoßen. Flasche. Hut nehmen. Zur Seite schieben. Hut. Schubsen. Oh, tot. Holmes, du miese Ratte. Miese Ratte, ich bring dich um. Ich bring dich um, yay. So, umstoßen. Flasche. Hut. Doch kein Hut. Hä? Sag mal! Das gibt's doch nicht. Bald haben wir alle Möglichkeiten durch. Ich bring dich um! War mit dem Hut, glaube ich, besser, oder? Also Hut nach oben. So, das umstoßen. Da die Flasche. Dann Hut nehmen. Und schieben. So schnell kann noch keine Sau lesen und das hin und her. Oh, ich weiß nicht. Holmes! Miese Ratte, ich bring dich um! Der ändert das auch immer wieder. Man kann das gar nicht intuitiv, man muss echt lesen. Holmes! Miese Ratte, ich bring dich um! Miese Ratte, ich bring dich um!